Man kann es fast nicht glauben, oder? Es ist schon wieder soweit. Da hat man gerade noch die Abschlusstabelle euch gezeigt, ja, wie sie gelaufen ist. Und jetzt geht's schon wieder von vorne los. Dritte Liga beginnt demnächst und deswegen heißt es mal wieder Saisonprognose, das Endtabellen-Tippspiel-Prognose-Game. Wir haben immer noch keinen guten Namen dafür, deswegen hat er einen so langen Namen. Heute wieder also die Spannung, wie habe ich getippt? Lasst also einen Daumen nach oben da für dieses Video und ich habe keine Ahnung, wie lang das geht. Meistens gehen die 30 bis 40 Minuten, diese Videos, weil wir natürlich von Team zu Team springen und vielleicht gefällt es euch wieder. Und viele fragen ja auch schon, wann geht es endlich los? Und denkt dran, immer so 7 bis 5 Tage vor Saisonstart haue ich diese Videos immer raus, weil man will ja alle Transfer, Vorbereitungsspiele und so weiter mitbekommen, um so viel Einfluss wie möglich zu bekommen in diesem Spiel, wie man ungefähr die Mannschaft einschätzt. Für alle, die den Livestream verpasst haben sollten, zum Thema dritte Liga Endtabelle im Vergleich, ich war besser als letzte Saison, aber jetzt auch wieder nicht so überzeugend. 104 Punkte ist jetzt ein besserer Durchschnitt, weil wir ja 20 Teams haben und nicht 18 Teams in der dritten Liga. Ihr seht hier, Braunschweig hat zum zweiten Mal in Folge mir wirklich, wirklich Opferpunkte gegeben. 15 Punkte aufs Konto. Junge, 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 da wirst du bekloppt, sage ich euch. Kaiserslautern, ja, Dritter habe ich damals gesagt, beziehungsweise das Spiel. Für alle neuen Zuschauer erkläre ich gleich das Spiel nochmal. Die Kickers habe ich relativ gut getroffen. KSC besser gelungen in Real Life als mein Tipp. 3 Plätze geht es nach oben für die. Und dann sowas wie Osnabrück habe ich total verpeilt. Halle habe ich total verpeilt. Da sind so ein paar dabei, die mir ordentlich Punkte gegeben haben in der letzten Saison. Und ich hoffe, dass es dieses Mal ein bisschen besser läuft. Aber ich sag mal so, Leute, kleiner Spoiler voraus. Nee. Also wirklich, nee. Kommen wir aber in diesem Video noch dazu. Für alle, die es noch nicht wissen, wie das Ganze funktioniert, ich zeige euch gleich eine Real-Life-Aufnahme, wie ich natürlich wieder eine Live-Reaction habe. Denn die Challenge ist ja, dass man alle 38 Spieltage voraustippen muss. Man darf die Tabelle nicht anschauen, weil wenn man Vereine mag oder nicht mag, dann beeinflusst das. Also sagen wir mal zum Beispiel, du Schalke-Fan, magst Dortmund nicht so und du siehst dann, Dortmund hast du komischerweise auf Platz 1 geparkt, dann bist du automatisch im Tippen so, dass du Dortmund schlechtere Punkte gibst oder schlechtere Ergebnisse, um den Einfluss auf die Tabelle zu haben, gibt es Schalke mehr, weil bei dir Schalke plötzlich nur 14. oder so ist. Das ist total blöd und deswegen heißt die Regel von 0 auf 100 alle 38 Spieltage oder in der Bundesliga halt 34 Spieltage durchtippen, Tabelle nicht einmal angucken, deswegen verdecke ich sie immer, dass ich auch wirklich nicht schummeln kann und dann wird natürlich so Einfluss von der letzten Saison, die Endtabelle zum Beispiel, die Transfer, die Expertenmeinung, die Trainermeinung, was die glauben, wer aufsteigt, wer absteigt und so weiter, dein eigenes Bauchgefühl und all solche Sachen, ja, das wird mit eingeflossen und natürlich nochmal hier der Hinweis, bevor jetzt der ein oder andere Shitstorm startet, weil die Mannschaft vielleicht unverdient wohin positioniert wurde, es ist nicht meine offizielle 100%ige Meinung, es ist ein Spiel, ja, du hast ja nur 50% Einfluss und wenn du irgendwann so beim 25. Spieltag bist, weißt du schon gar nicht mehr, was du bei Kickers zum Beispiel am ersten Spieltag oder 5. Spieltag getippt hast, hast schon gar keine Erinnerung mehr, teilweise, deswegen hast du da nicht so einen Einfluss drauf, weil du die Tabelle nicht siehst. Ja, ihr seht hier, die dritte Liga habe ich erst nicht letzte, sondern vorletzte Saison angefangen, weil ich mache die erste und zweite Liga schon seit über 7 Jahren, habe es also auch schon privat dieses Spiel gemacht und irgendwann habe ich mir gedacht, hey, man kann das auch auf YouTube machen. Und das fanden auch ganz viele ganz cool, deswegen haben wir so eine Tradition gestartet, dass wir das jedes Jahr auch auf YouTube machen und nicht nur ich privat. Viele Zuschauer machen da mit und posten ihre Bilder, schickt sie mir, verlinkt sie bei Twitter, bei Instagram und dann vielleicht mache ich mal demnächst eine Reaction auf eure Tabelle, wäre vielleicht auch mal ganz cool. Also macht mit, aber nicht schummeln, Leute, ja. Und wie gesagt, vorletzte Saison, also Saison 2017-18, hatte ich 138 Punkte. Das ist eine Katastrophe, das war so schlecht. Aber gut, ich hatte halt keine Kenntnisse, ne. Kaiserslautern, mein Lieblingsverein, ist halt nicht in der dritten Liga gewesen, habe mich also wenig mit dritter Liga beschäftigt. Gab es auch dann zum ersten Mal erst in FIFA, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ich muss mich mehr mit beschäftigen. Ist eine geile Liga, gar kein Thema, aber voll verkackt. Note 6 steht ja da in Klammern. Und die letzte Saison, die wir jetzt abgeschlossen haben, eine Note 4 mit 104 Punkten. Vielleicht schaffe ich ja dieses Jahr mal unter 100 Punkte. Das wäre schon eine kranke Sensation. Auch für euch mal hier ein Überblick, falls es euch interessieren sollte, ihr euch auch vielleicht über die dritte Liga mehr beschäftigt oder euch informieren wollt. Das ist kein Bild von mir, das ist von dritteliga.de heißen die, glaube ich, oder dritteligaonline.de. Und das sind die Meinungen von den Originaltrainern der Vereine, die glauben, welcher Verein aufsteigt. Also man darf 3 Stimmen abgeben und man darf nicht sagen,
seine eigene Mannschaft wählen. Ja, so ist das immer so bei diesen Trainerumfragen, kennt ihr ja. Und dann seht ihr zum Beispiel, was so ein bisschen ungefähr gerade gemeint ist. Letztes Jahr haben die meisten Trainer, ich glaube 17 Trainer, haben gesagt, dass FCK der größte Favorit ist. FCK hat es total verbockt. Diesmal sagen zum Beispiel nur 4, dass Kaiserslautern eine Chance hat zum Aufstieg, also Mitfavorit ist. Natürlich sind hier nicht alle Vereine drin. Warum sind hier nicht alle Vereine drin? Weil die anderen Vereine nicht miterwähnt wurden im Aufstiegskampf. Braunschweig wird mit Ingolstadt am meisten favorisiert. Also das ist richtig krass, nachdem Braunschweig so eine schlechte Saison gespielt hat, beziehungsweise haben ja eine saugute Rückrunde gespielt und die haben auch sich stark verstärkt. Geiler Satz. Und deswegen glauben viele Trainer, dass Braunschweig oben wieder eine Rolle mitspielt. Also ich bin sehr gespannt, wie das wird. Und jetzt habe ich für euch meine Live-Reaction, dass ihr auch seht, das ist nicht gefaked. Klar, manchmal wirkt das alles ein bisschen theatralisch und geschauspielert, aber es ist wirklich ehrlich richtig aufgenommen. Hier, Film ab. Ja, also ich zeige euch jetzt noch nicht natürlich, was dabei rauskommt. Dafür müsst ihr das Video weiter anschauen. Aber es ist Tradition, dass ich die Live-Reaction mit einer Extra-Cam hier aufnehme, um natürlich den Fake zu vermeiden. Auch wenn meine Reactions meistens wie geschauspielert wirken, sind sie nicht geschauspielert. Bevor ich das jetzt abmache und ihr euch das Video weiter anguckt, hier einen kleinen Einblick, weil ich ja selber noch keine Ahnung habe, was da jetzt passieren wird. Also ich sag mal so vom Bauchgefühl her, was ich denke, wer auf Platz 1, 2 und 3 ist. Okay? Auf Platz 1 Ingolstadt, auf Platz 2 Braunschweig. Auf Platz 3 würde ich jetzt nicht Kaiserslautern sagen, eher sowas wie Halle oder so würde ich jetzt, glaube ich, eher tippen. Und dann Kaiserslautern, dann Rostock. Ja, so ein bisschen Abstieg würde ich sagen. Letzter Fortuna Köln, dann Chemnitz, dann Meppen. Das wäre so ein bisschen jetzt so vom Bauchgefühl meine Idee. Aber manchmal liegt man ja extrem daneben. Und bevor es jetzt zu lang geht, das Video, weil wir gucken uns das ja alles gleich hier noch an, wie das aussieht, mache ich das jetzt mal auf und ich bin schon mega gespannt. Ey, okay, Achtung. Natürlich zeige ich es nicht, weil sonst braucht das Video ja nicht mehr gucken. Aber ich bin richtig aufgeregt. Ich habe richtig Panik. Und... What? Hä? Was? Nee. Also wer hier auf Platz 1 ist, never ever. Da war ich mir so sicher beim Tippen, dass die nicht auf Platz 1 sind. Never ever. What the fuck? Und Platz 2? Was? Wer ist denn letzter? Was? Hä? Wo ist denn? Hä? Wo sind die denn? Wo? Hä? Krasser Scheiß. What the fuck is going on? Okay. Das wird nie und nimmer so. So wird die dritte Liga nie und nimmer. Aber ich muss euch eine Sache sagen. Tippen der dritten Liga ist so verdammt schwierig, weil die ist so schwer zu durchschauen, die dritte Liga, weil alle Vereine sind. Hier gibt es jetzt für euch die Auflösung. Also, ihr habt es gesehen und ihr habt es ja gerade gehört, was ich auf Platz 1, 2 und 3 ungefähr einschätze. Und was ich in den Abstieg ungefähr einschätze. Wir gehen jetzt jeden Fall durch. Ich gebe mir Mühe, ein bisschen kürzer zu reden. Früher habe ich sehr lange geredet, weil die Videos sonst sehr, sehr lang immer wurden. Aber ich glaube, das ist bei diesem Format auch einfach ein Muss, ja, ein Must-Have. Es kommt einmal nur im Jahr. Das kann man nicht auf 10 Minuten runterballern. Ich will auch nicht einfach nur die Tabelle euch zeigen und fertig. Das, finde ich, ist nicht Teil dieses Formats. Wir legen los, traditionell immer auf Platz 10 oder geht's bei 10 los und dann erstmal runter. Kurz vor Abstieg hören wir auf und dann gehen wir ein bisschen hoch und dann machen wir Abstieg und dann Aufstieg. Wir legen los also in der Mitte der dritten Liga. Platz 10 ist Waldhof Mannheim. Also da bin ich auch schon so ein bisschen überrascht. Ich schätze sie so schon ein, dass sie einer der besten Aufsteiger sein werden. Aber dass sie ungefähr um Aufstieg mitspielen oder so, das glaube ich nicht. Waldhof Mannheim hat selber gesagt, ihr Ziel wäre Top 10. Wäre natürlich cool. Ich bin FCK-Fan. Eigentlich darf ich mich nicht zu Waldhof Mannheim positiv äußern, weil die Fans dann wieder sagen, bist du denn? Du bist ja kein echter Fan. Ich muss aber sagen, ich bin in Lambertheim groß geworden, Nachbarstadt von Mannheim. Ich habe eine große Affinität zu Waldhof Mannheim, deswegen scheiße ich auf diese Rivalität. Ich freue mich eigentlich auf diese Derby-Spiele, aber trotzdem muss ich sagen, natürlich werde ich bei diesem Spiel für Kaiserslautern sein, gar kein Thema. Aber so im Allgemeinen werde ich Waldhof Mannheim ziemlich die Daumen drücken. Freue mich da extrem, extrem drauf, dass sie es nach so vielen Jahren, nach so vielen fehlgeschlagenen Relegationen es endlich geschafft haben. Und ich hoffe, sie können sich im Profifußball gut etablieren. Kommen wir zu Platz 11, liebe Freunde, und ich kann euch jetzt nur sagen, es kommen noch jede Menge Überraschungen, wo ich selber sage, das kann nicht wahr sein, wie kann das schon wieder passieren? Wirklich, es ist zu krass. Ich glaube, dieses Jahr noch krasser als letztes Jahr. Wir kommen zu Unterhaching.
Ich persönlich glaube, dass Unterhaching eher in die Top 8 gehört als irgendwie auf Platz 11. Sagen auch Experten, dass Unterhaching nicht zu unterschätzen sein soll. Im Spiel mit einem Punkt weniger als Waldhof Mannheim, nur auf Platz 11. Also da bin ich auch extrem überrascht. Platz Nummer 12 ist Halle. Auch hier würde ich sagen, hat Onkel Dico mal kompletter Spiel verbockt, weil Halle, wird auch von vielen Experten gesagt, ist natürlich wieder ein Aspirant für den Aufstieg. Haben in den letzten Jahren immer oben mitgekämpft. Das ist schon das zweite Mal in Folge, dass Halle bei mir komischerweise eher in die untere Hälfte reinrutscht. Und das kann natürlich einen richtigen schönen Schaden in mein Punktesystem reinballern. Vielleicht habe ich auch Glück und Halle kriegt das dieses Jahr nicht so gut hin. Bezweifle ich aber. Und deswegen würde ich sagen, das ist schon mal eine kleine oder eine größere Überraschung. Auch Halle tippe ich mehr so auf Platz 4 bis 7. Aber hier in dem Spiel sind sie nach 38 Spieltagen getippt nur auf Platz 12 gelandet. Wir kommen zum 13. Platz und das ist meine erste fette Überraschung. Warum? Es tut mir leid, liebe Jena-Fans. Bitte nicht böse sein, aber ich habe beim Tippen immer im Hinterkopf gehabt, die steigen ab. Also mein Bauchgefühl sagt mir, die steigen ab. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Also ich bin ein bisschen schockiert, muss ich zugeben, weil ich sie wirklich so auf Platz 18, 19 sehe. Sorry, es tut mir wirklich leid, aber sie haben ja mit Mühe und Not den Klassenerhalt geschafft und ich glaube, in diesem Jahr ist es dann soweit, dass es dann doch leider der Abstieg wird. Es ist wie mit Düsseldorf damals in der Bundesliga. Ich entschuldige mich sehr, sehr gerne, wenn es am Ende nicht so wird. Müsst ihr mich nur dran erinnern. Jena wird, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Saison haben. Aber man muss dazu sagen, dass die dritte Liga unberechenbar ist. Am Ende ist Jena irgendwie Fünfter. Man kann die dritte Liga einfach so krass nicht einschätzen. Das ist irre. Trotzdem, für mich ehrlich gesagt eine Überraschung, dass es Jena sogar auf Platz 13 geschafft hat. Da war ich großzügiger, als ich dann doch im Kopf oder im Bauch gedacht habe. So sieht's aus. Kommen wir zu Platz 14. Sonnenhof Groß-Asbach packe ich dahin. Und ich muss sagen, dazu gibt's nicht viel zu sagen. Sonnenhof Groß-Asbach ist nicht absteigbar, aber auch irgendwie nicht aufsteigbar. Das ist so eine Mannschaft wie Sandhausen in der zweiten Liga zum Beispiel. Zu schwach, um aufzusteigen, aber zu geil und zu stark, um abzusteigen. Und deswegen finde ich 14. Platz gerade so in der Grenze. Es könnte auch gerne 12. oder 11. sein. Aber ich glaube, da gibt es nicht mehr zu sagen. Damit kann jeder zufrieden sein. Groß-Asbach hat auch die meisten Unentschieden getippt bekommen von mir. Uiuiui, 16 Stück. Wir kommen jetzt zum 9. Platz. Und das ist die nächste große Überraschung, Leute. Die Kickers. Die zählen zu großen Aufstiegsaspiranten. Sie haben in den letzten 2 Jahren immer einen Fehlstart hingelegt. Und dann sind sie irgendwann aufgeblüht, haben auch eine gute Rückrunde gespielt. Aber dann war es einfach schon zu spät noch für den Aufstiegsfight. Also das haben sie auch in der letzten Saison richtig gut noch gemacht, ja, die Kickers. Sie haben aber auch wirklich Topspieler verloren, muss man sagen. Wie gesagt, die Trainer sind der Meinung, dass die Kickers großer Favorit mit sind. Ich sage auch, dass sie ein bisschen weiter oben stehen werden als 9. Aber ich denke halt, dass da wirklich noch Mannschaften kommen, ja, die wir gleich noch ansprechen werden, die eben auch so stabil spielen werden, dass es wieder von den Punkteabständen extrem, extrem nah sein wird. Ihr seht ja auch, Jena 52 Punkte, Halle 52 Punkte, Haching 52 Punkte, Waldhof Mannheim 53 Punkte, Würzburg 55 Punkte. Also ihr merkt schon, das ist wieder so krass in der dritten Liga, dass jeder Verein eigentlich oben stehen könnte oder auch schnell runterfallen könnte. Gefahr für mich ist, dass die Kickers und zum Beispiel auch Halle, wie man es auch erwartet, eine gute Saison spielen und ich dafür dann leider viele, viele Punkte auf mein Konto bekomme. Wir kommen zu Platz 8 und das ist vielleicht schon die nächste Überraschung. Magdeburg. Meiner Meinung nach ist das sogar ein großzügiger Platz. Ja, es gibt Experten, die sagen, Magdeburg wird auch wieder oben ein bisschen um Aufstieg mitkämpfen. Viele sagen aber, schaffen, tun sie es vielleicht nicht. Ich glaube, dass Magdeburg einer dieser Übeltäter ist, die es nicht ganz so schaffen, wieder das zu erreichen, was sie letzte bzw. vorletzte Saison geschafft haben oder davor auch so starke Saison gespielt haben. Da gibt es ja einen kompletten Umbruch bei denen. Nur die Offensive soll noch richtig, richtig gut sein. So mal an sich für euch. Deswegen sage ich 8. Und ihr seht auch hier nur ein Punkt mehr als die Kickers. Auch das ist wieder zu krass, was da an Punkte wieder stattfindet in meinen Tipps. Nächster Verein ist vielleicht dann eine nächste Überraschung im positiven Sinne, weil eigentlich habe ich die München ein bisschen schlechter. Also ich sehe sie ehrlich gesagt nicht so stark. 7. Platz mit 59 Punkte.
Das ist schon irre, Leute. Bin ich ein bisschen überrascht. Ich muss sagen, als ich getippt habe, die 38 Spieltage, habe ich so ein bisschen München so auf Platz 12 bis 14 gesehen. Also auch da, als ich dann dieses Ding abgemacht habe, was ihr am Anfang des Videos gesehen habt, war ich so ein bisschen so, was? What the fuck? Doch so hoch? Weil man hat ja im Kopf immer so eine visuelle Tabelle, während man ja tippt. Ja, da hat man ja so eine, man versucht ja wie beim Mathe-Rechnen immer so visuell im Kopfbild sich die Tabelle vorzustellen, wie die jetzt ungefähr aussieht. Aber da man die Tabelle ja nicht sehen darf, ist es dann im Endeffekt wieder komplett anders. Und deswegen habe ich in meinem Bild im Kopf immer beim Tippen gedacht, München so 13., 12., 11., ach, da kann er mal wieder gewinnen. Das ist realistisch im eigenen Stadion und so weiter. Das macht eigentlich Sinn, hier mal wieder ein Unentschieden und so. Ach, das passt schon, das ist logisch, ne? Und dann sind sie so am Ende 11. Bumm, 7. Siehst du? Ich als FCK-Fan habe kein Problem damit, wenn sie eine gute Saison spielen. Sage ich mal so. Kommen wir zum nächsten Verein und das ist der 15. Verein. Wieder eine Überraschung. Ich muss nämlich zugeben, ich glaube, dass Viktoria Köln wieder absteigen wird. Sorry, jetzt kriege ich schon wieder richtig Shitstorm. Ja, aber trotzdem, ich glaube, dass Köln nicht den Klassenerhalt schaffen wird. Zumindest sage ich das. Im Spiel wiederum sieht es anders aus. Da war ich großzügiger. Viktoria Köln auf Platz 15 mit 46 Punkten schaffen den Klassenerhalt. Wahrscheinlich wieder so in den letzten Spieltagen kommt dann nochmal so ein letzter Schub. Ja, so wie es Jena jetzt zum Beispiel passiert ist. Oder Braunschweig oder so, ne? Dass sie das am Ende noch irgendwie packen. Und der 16. Platz, der gerade noch so den Klassenerhalt schafft, ist Preußen Münster, Leute. Ja, ich habe keine Ahnung, wie es dazu kommt. Ich habe ja gesagt, bei mir ist totales Chaos in diesem Spiel. Preußen Münster ist letzte Saison 8. geworden. Jetzt sage ich 16. Ich habe keine Ahnung, wie ich dazu gekommen bin. Mit 45 Punkten schaffen sie gerade so den Klassenerhalt. Also, ich glaube auch hier, ich glaube, man könnte wirklich noch die ganzen Mannschaften so ein bisschen verschieben, weil bisher passt es von oben bis nach unten nicht. Ja, deswegen bin ich extrem gespannt auf nächstes Jahr, auf Mai, Juni, wenn es dann die Auflösung gibt. Wie komplett falsch lag ich? Und ich liebe neue Saisonanfänge, weil man gar keinen Plan hat, ja. Überhaupt keinen Plan. Manche Mannschaften hören sich ja toll an, Vorbereitungen klingen manche sehr gut und dann zack geht's los und denkst du, what the fuck, was spielen die denn zusammen? Manche Fans können es vielleicht nachvollziehen. Also, Preußen Münster, mal wieder eine Mannschaft, die mir das Risiko gibt, dass mein Punktekonto sich schön erweitern wird. Und jetzt kommen wir zu den Abstiegsrängen. Auf Platz 17 sage ich Bayern 2. Ich denke einfach, dass Bayern 2 eine gute Mannschaft hat, aber eine Mannschaft, die sehr jung ist. Und ich meine, Bayern legt, glaube ich, nicht jetzt unbedingt den Fokus auf fette Klassenerhalt. Die sind zufrieden, wenn sie Regionalliga spielen, wenn sie aufsteigen und ein bisschen dritte Liga-Erfahrung sammeln. Auch wenn ich glaube, dass die Bayern in Zukunft endlich wieder sich mehr nach Jugendspielern orientieren wollen, was ich einfach super finde. Das muss so ein Top-Team einfach machen, meiner Meinung nach. Es ist aber auch wieder sehr knapp, wie ihr seht. 42 Punkte zu 45 Punkte auf Münster. Es gibt noch eine Aussage, die ist aber meine persönliche Meinung und die ist ganz knallhart. Ich werde die aber hier nicht länger diskutieren. Die habe ich damals auch schon wegen Bremen 2 diskutiert. Ich bleibe knallhart in der Meinung, U23 hat nichts im Profifußball zu tun. Maximal Regionalliga und dann Feierabend. Beziehungsweise ich bin der Meinung, U23 soll ein eigenes Ligasystem bekommen von Bundesliga, Zweite Liga und schieß mich tot. Man kann einen ganz, ganz großen Titel gewinnen in der Bundesliga. So sieht's aus. Und dann gibt es dann da auch ein paar neue Jugendsysteme. Man könnte wirklich vielleicht auch so eine Art Playoff-Games machen von den Top besten Teams in der ersten Liga und dann kommen da die ganzen Scouts und dürfen dann die ganzen Jugendspieler beschnacken. So ein bisschen wie Draft-mäßig. Also ich glaube, da könnte man noch einiges machen. Aber ich finde, wir haben so viele tolle, richtige Vereine. Sorry, liebe U23. Richtige Vereine, die es einfach in die dritte Liga schaffen sollten oder rein dürfen, anstatt eine U23 von einem Verein, der eh schon oben richtig erfolgreich ist. Auf dem 18. Platz Chemnitzer FC. Ich habe die Chemnitzer gar nicht auf den Abstieg erwartet. Dass die jetzt 18. sind, hätte ich niemals gesagt. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich Jena und Viktoria Köln da eher sehe. Ich glaube, dass Chemnitz das sogar packen wird mit dem Klassenerhalt. Im Spiel ist es mir aber dann doch nicht gelungen, weil man ja, wie gesagt, auf die Tabelle nicht 100%igen Einfluss hat. Und deswegen sind sie hier 18. geworden. 19. wird SV Meppen. Die sind letzte Saison 13. geworden, haben auch mit Mühe und Not den Klassenerhalt geschafft. Und ich denke, dass es diese Saison einfach so weit ist. Ich weiß nicht, es tut mir leid, liebe Meppener. Ich habe keine Ahnung, warum ich jede Saison immer wieder Meppen nach unten packe. Ich weiß, es ist ein bisschen respektlos,
Aber ich habe keine Ahnung. Mein Bauchgefühl sagt mir jedes Jahr, das ist ein Abstiegsaspirant. Und das ist ja auch gar nicht so falsch. Es ist ja auch nicht gelogen. Wenn jetzt Meppen 15., 16. gewesen wäre, hätte ich auch überhaupt nicht gemeckert. Hätte ich auch positiv kommentiert und hätte nicht gesagt, die da. So, ne, also, das war gerade wie so ein Schlaganfall, keine Ahnung. Also, ne, wie gesagt, ich habe null Problem mit Meppen. Die dürfen sehr gerne in der dritten Liga bleiben. Aber trotzdem, mein Bauchgefühl sagt mir, dass sie halt wie Aue in der zweiten Liga immer um den Abstieg kämpfen, aber auch immer die Chance haben, rauszukommen, so wie es eben Aue jetzt immer wieder geschafft hat, ne? Ihr versteht, was ich meine. Und letzter, Leute, wird wahrscheinlich die größten Schreie auf sich nehmen, wo ich auch wieder sage, wie konnte das von mir passieren? Und zwar Zwickau, Leute. Letztes Jahr Siebter, sogar besser als mein FC Kaiserslautern. Und jetzt letzter Platz. Ihr merkt, auch das ist, könnte wieder eine schöne Quelle für das Punktekonto sein nächstes Jahr. Weil wenn Zwickau wieder so eine geile Saison spielt wie letzte, dann und wieder so 6., 7. werden, dann sag ich mal ganz ehrlich, scheiß die Wand an. Das wird ordentlich Punkte für mich geben. Wie gesagt, ich habe auch nichts gegen Zwickau. Obwohl, ne, Cornflakes zählen, sage ich da mal nur als FCK-Fan. Schade, dass Löhmannsröben gehen musste vom FCK. Spielt, glaube ich, jetzt bei Wackerhausen, Berghausen, Buckhausen. Ach, schon wieder vergessen, was mit Wacker Nordhausen, so war's. Da spielt Löhmi jetzt. Ihr wisst ja, das legendäre Spiel gegen Zwickau, wo es nach dem Interview eben hieß zum Schiri, da soll mal Cornflakes zählen gehen. Und deswegen gibt es ja in meinen Livestreams immer dieses Cornflakes zählen oder diese Cornflakes-Sammlerei. Dadurch kommt das Ganze. Ja, vielleicht ist das so ein innerlicher, sehr unbewusster Rachezug an Zwickau. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal einfach, wie es läuft dieses Jahr und gucken uns dann einfach den Vergleich an. Jetzt kommen wir zu den spannenden Punkten, nämlich zu den Aufstiegsrängen. Und ich kann nur eins sagen, lass uns von Verein zu Verein abklappern. Und ich sage einfach was dazu, weil da gibt es Vereine oben im Aufstieg, wo ich einfach komplett nicht der Meinung bin, dass sie dahin gehören. Und bin einfach mega, mega schockiert, dass das so passiert ist. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Platz 6 und das ist MSV Duisburg. Die sind abgestiegen aus der zweiten Liga und auch hier sagen viele Experten, Aufstiegsaspirant mit dem einen oder anderen Ecken und Kanten, die das Team hat auf dem Platz oder in dem Kader. Aber trotzdem auch hier wieder ein richtiger Fight. Ihr seht nur einen Punkt mehr als die Münchner auf Platz 6. Bin ich mal gespannt, was Duisburg treiben wird. Ja, mit Compaire haben die sich ja geholt. Das ist auch ein wahnsinnig guter Wechsel, finde ich. Auf Platz 5 haben wir Eintracht Braunschweig. Da bin ich echt wieder überrascht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ja vorhin in diesem Live-Reaction-Kamera gesagt. Ich glaube ja, dass Ingolstadt, Braunschweig Erster und Zweiter werden. Das ist meine Meinung und Braunschweig wird ja von vielen Experten als hoch, hoch angesehen als Aufstiegsaspirant. Jetzt ein Gruß raus an die Löwen. Wirklich ein großer Gruß. Das ist das dritte Jahr in Folge, dass ich eure Mannschaft, ja, oben ansetze. Vielleicht jetzt ein bisschen tiefer als sonst. Und jedes Mal, wenn ich das mache, kackt ihr die Saison ab und ihr gebt mir so 11, 12, 18 Punkte oder sowas auf mein Punktekonto, das tat richtig weh. Vor 2 Jahren habe ich euch auf Platz 1 gepackt in der zweiten Liga, ihr seid abgestiegen. Letztes Jahr habe ich euch auf Platz 1 in der dritten Liga gepackt, ihr seid fast abgestiegen. Jetzt bin ich großzügig und sage, ihr werdet Fünfter, auch wenn Experten sagen, ihr steigt noch auf oder ihr könntet aufsteigen. Bitte, bitte spielt eine gute Saison. Ich gönn's euch auch. Ich brauche wieder mal ein paar neutrale Sachen. Also die Striche, also richtige Positionen. Also von mir aus werdet ihr besser als Fünfter, aber wenn, dann eben Fünfter. Kommen wir zum 4. Platz und das ist FC Ingolstadt. Da bin ich sowas von raus. Weil ich bin fest überzeugt, dass Ingolstadt Erster wird. Also meine persönliche Meinung ist, dass Ingolstadt absolut Erster wird, ja. In diesem Tabellenspiel, wo ich ja nur 50% Einfluss auf die Tabelle habe, sind sie nur Vierter. Also wenn das so passiert, dann sage ich WTF, das könnte die geilste dritte Liga überhaupt Saison werden. Jetzt kommen wir zum 3. Platz und da freuen sich ein paar. Ich habe diese Mannschaft schon vertreten mit FIFA, ich war schon im Stadion, habe eine komische Meinung am Ende geäußert, die ich am liebsten wieder canceln würde. Aber das wäre auch nicht so richtig Ehrenmann, wenn ich das tun würde. Das wäre ein bisschen komisch. Und das ist Hansa Rostock, Leute. Wäre das nicht mal krass? Auch hier übrigens, auch wenn die einige bekannte Namen aus der Karriere, die ich damals präsentiert habe in FIFA 18, verloren haben. Ja, Bischof, Hülzner ist weg, Efsef ist weg, Vanenvic ist weg. Also es sind viele weg von Rostock, die ich noch von damals in der Karriere kannte. Trotzdem sagen auch viele Experten, dass Rostock nicht zu unterschätzen ist. Und ich muss sagen, wenn sie da weitermachen, wo sie letzte Saison aufgehört haben, ja, safe können die da oben mitmachen. Also ich muss sagen, Rostock bin ich jetzt gar nicht so überrascht, dass sie Dritter sind. Sage ich euch ganz ehrlich, ich hätte sie jetzt meiner Meinung nach mehr so
fünfter, sechster gepackt, ja, ungefähr so. Und jetzt kommen wir zu Platz 2 und 1, muss ich sagen, da muss ich mir jetzt irgendwelche guten Argumente zusammenreihen, weil ich glaube, dass beide Mannschaften nicht dorthin gelangen werden. Also auf Platz 2 haben wir KFC Uerdingen, liebe Freunde. Ja, sie haben sich wieder ganz gut verstärkt mit ihrem Investor und so weiter. Aber ich glaube, dass diese Mannschaft nicht auf einem guten Level ist, wie eine Mannschaft sein müsste, um aufzusteigen. Wie Wehen zum Beispiel, ja. Was für eine tolle Familie das war, wie geil die das gemacht haben. Ich glaube, beim KFC haben wir einfach das Problem, wie bei 1860 München oder andere Investorvereine. Gut, er hat ja große Tradition, der Verein, aber ihr wisst schon, was ich meine. Die Erwartungen sind einfach zu hoch, dass der Druck zu krass ist, dass einfach zu viel schief geht. Man hat viele Fehler in der letzten Saison gemacht, da werden mir Uerdinger Fans auch zustimmen. Und jetzt ist halt so, dass ich nicht glaube, dass die Zweiter werden. Warum die jetzt Zweiter geworden sind beim Tippspiel, ich habe keine Argumentation dazu. Ihr seht aber auch in meiner Tabelle bei kicker.de 69 Punkte haben sie gemacht, nur 3 Punkte besser als Rostock, also richtig spannend. Rostock hat nur 1 Punkt mehr als Ingolstadt. Guck mal, wie nah diese Punkte wieder sind. Wenn das nun echt so wird, what the fuck is going on? Uerdingen würde ich jetzt so mehr auf Platz 8, 9 tippen, ehrlich gesagt, in real life. Werden gute Spiele haben, werden auch ordentliche Siege haben, aber ich glaube nicht, dass sie aufsteigen werden. Das ist meine persönliche Meinung. Und jetzt kommen wir zu Platz 1 und da bin ich ehrlich gesagt richtig raus. Da bin ich mega raus. Und das ist der erste FC Kaiserslautern. Ich muss euch ganz ehrlich eine Sache sagen. Mir ist es ehrlich gesagt ziemlich peinlich, dass ich sie auf Platz 1 gepackt habe. Warum? Ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, diesem Tippspiel ganz klar ehrlich zu sein und keine Fanbrille drauf. Das ist mir immer das absolut Wichtigste gewesen. Keine Fanbrille Uwe Kopp haben beim Tippen für FCK. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, als ich getippt habe, die 38 Spieltage, da war für mich im Bauchgefühl, ihr habt ja vorhin erklärt, dass ich mir dann tabellenmäßig im Kopf so vorstelle, wie sie gerade aussieht. Ich habe mir Kaiserslautern so auf Platz 7 vorgestellt. Und dann mache ich dieses Ding ab, als die Kamera gefilmt habe, habt ihr am Anfang des Videos ja gesehen, da habe ich wirklich, ich war baff, muss ich zugeben. Ich durfte ja im Anfang des Videos nicht so viel verraten. Ihr sollt ja das Video anschauen, logischerweise. Und ich muss sagen, nee. Also ich bin sehr enttäuscht von mir. Ich wollte unbedingt meinen Zuschauern beweisen, dass ich keine Fanbrille auf dem Kopf habe und plötzlich packe ich die auf Platz 1. Das ist schon die krasseste Überraschung überhaupt. Aber nur ein Punkt mehr als Uerdingen, das ist ziemlich krass. Und ich muss sagen, 20 Siege, tut mir leid, das glaube ich einfach nicht. Ganz kurz, weil ich FCK-Fan bin, werde ich ein bisschen mehr auf diesen Verein eingehen. Ich möchte eine Sache sagen, die Entwicklung vom Verein so wirtschaftlich finde ich schon gar nicht mal so schlecht. Ich bin noch ein bisschen skeptisch über diesen neuen Investor Becker, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich ein bisschen Angst noch. Ich finde es aber geil mit den neuen Partnerschaften mit Nike. Das ist zu krass. Das neue Trikot sieht hammergut aus. Meine Props gehen raus an Nike. Ich habe richtig Bock, mir das zu kaufen mit Deko drauf und so weiter. Habe ich richtig, richtig Bock drauf. Also das sind gute Ansätze und ich finde auch die Kaderplanung ist richtig gut, die Kaderpolitik, aber es ist nicht die erste Saison, wo ich auf den Kader gucke und denke mir, das wird eine gute Saison und am Ende spielen die hingekackt und hingeschissen. Ja, also wir haben wirklich tolle Spieler geholt, die Kickers-Fans, die Cottbusser-Fans und Schieß mich tot, die werden auch runterkommentieren und sagen, ja, viel Spaß mit dem Spieler, die waren richtig geil bei uns, aber der FCK spielt nach meiner Meinung nach die letzten Jahre immer den gleichen Bullshit-Fußball. Einfach richtig, richtig altmodisch und schlecht. Und ich erwarte Uwe Platz keine so eine wir fighten, wir rennen und wir haben die besten Kilometer, Leidenschaftgeschisse. Ich erwarte selbstbewusstes, mutiges und modernes, beziehungsweise halt schnellen Fußball, der heute gespielt wird. Nicht dieses, wir spielen mal halt mal nach hinten, wir warten, bis ein großer Spieler vorne frei ist, schlagen den Ball lang, haben wir ihn schon wieder verloren, wir wissen nicht, wie man Ecken schießt, wir wissen nicht, wie man Flanken schießt, wir wissen nicht, wie man Freistöße schießt, ja, und dann, ja, wir können nicht passen, wir haben irgendwie, wir zeigen den Fans, als hätten wir 325 Millionen Jahre nicht uns eingespielt. Was machen wir eigentlich im Training? Da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Und dann kannst du auch im Kader an Ronaldo und Messi und Griezmann lesen. Das ist mir scheißegal. Ich will einfach, dass da mal moderner Fußball gespielt wird. Ich bin überzeugt, dass Hildmann das vielleicht hinbekommt. Ich glaube aber nicht mehr daran, dass die Mannschaft wirklich, wirklich zu Top-Leistungen abrufen kann, dass sie wegkratzen die dritte Liga und Erster werden. Deswegen bin ich wirklich schockiert, dass ich die auf Platz 1 gepackt habe. Da sage ich als FCK-Fan, Leute. Ich sag mal so, ne? Von Kader her, von dem Bauchgefühl, von dieser Hoffnung, die ich habe, klar, Aufstieg. Ja, das sage ich euch ganz ehrlich. Von aber meinem Realismus, ja, ich bin ja ein Realist,
sage ich, wir werden am Ende 5., 6. Ein Aufstieg würde dem Verein extrem gut tun, aber welchem Verein tut das nicht extrem gut, mal ganz ehrlich. Und da bin ich sehr gespannt auf die Saison und ich muss sagen, ich erwarte in dieser Saison sehr, sehr viel, weil ich bin mega enttäuscht von der letzten Saison. Da muss was passieren beim 1. FC Kaiserslautern. Ich weiß nicht, ob ein 3. oder spätestens ein 4. Jahr dem Verein noch gut tut. Und dann wäre eine neue Tradition mal wieder am Arsch, ab in die Regionalliga. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr bei Twitter oder Instagram oder Facebook eure Bilder einfach mal postet, mich verlinkt oder unter Kommentaren zeigt. Ich sauge die mal auf, ich würde gerne mal eine Reaction auf eure Tabellen machen. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Lasst einen Daumen nach oben da, das würde mich freuen und ein kostenloses Abo. Zweite Liga dann auch ungefähr 5 bis 7 Tage vor dem Saisonstart. Und die Bundesliga, müssen wir mal gucken, wahrscheinlich am Wochenende, wo der DFB-Pokal läuft, geht es dann da mit der Prognose los. Ich freue mich drauf. Ich liebe die Anfänge von Saisons, die sind einfach geil, weil man nicht weiß, wo die Reise hingeht. Bis dahin, ciao!